Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich bin's, euer To-Do, und hiermit möchte ich euch sagen, dass in Zukunft noch ein bisschen weniger Videos kommen werden. Nicht, weil ich einfach noch weniger Zeit habe. Na, ich habe ja eh schon wenig Zeit wegen der Umschulung, das wisst ihr ja hoffentlich. Nein, nicht deswegen, sondern ich habe einen weitreichenden Entschluss getroffen. Getreu dem Motto Masse, nein, scheiße, Klasse statt Masse. Das heißt, es werden jetzt nicht mehr so viele Videos kommen, wie mehrfach erwähnt, aber dafür gute Videos. Die werden auch je nach Spiel nicht mehr so lange wie früher. Das ist jetzt eigentlich das Resümee, das ich aus dem Arma-Projekt gezogen habe. Denn ich dachte mir so am Anfang, für die Story muss ich die Busfahrt und das ganze Gelaber und das mit dem Schiff, muss ich alles da lassen, damit ihr auch die Zusammenhänge versteht, wer wen wie kennengelernt hat und so weiter und so fort. Und habe mir halt dafür gedacht, gut, dafür knall ich jetzt 20 Minuten rein, statt irgendwie 15 Minuten. Aber das hat nicht gefruchtet und das hat euch nicht gefallen. Ich kann es verstehen, weil es ist halt nichts passiert, nichts Cooles. Aber ich dachte mir halt, es gehört da irgendwo dazu, zur Story, und deswegen habe ich es drin gelassen. Ja, das hat nicht funktioniert, das kam überhaupt nicht an. Und als logische Konsequenz daraus werde ich jetzt ziehen, dass die Videos kürzer werden, seltener, weil ich viel, 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 viel mehr mit dem Schnitt zu tun haben werde. Und dafür aber einfach, ich hoffe mal, um Welten besser, ja? Ich werde wirklich, wenn ich eine Stunde Videomaterial habe, habe ich da einfach 15 Minuten Folgen draus gecuttet und habe es dann ins Rendern gegeben und fertig. Dann war die Sache gegessen. Jetzt, wenn ich eine Stunde Videomaterial habe, daraus kriege ich 5 bis 10 Minuten Videomaterial, gutes Videomaterial, das ich dann schön mit Musik unterlegen werde und richtig schön zusammenschneiden werde, dass ihr wirklich Langeweile freie Videos habt. Das ist das Ziel von meinem jetzigen Vorhaben. Ja, jetzt Arma 3, bestes Beispiel. Da sind die nicht geschnittenen Folgen zu Ende. Da geht's jetzt los. 2 Videos kommen noch. Das ist, ich will es nicht Recycling nennen, aber das ist das Videomaterial, was ihr kennt, aber schon auf die neue Art und Weise zusammengeschnitten. Das heißt, die letzten 10 Folgen habe ich jetzt hier nochmal auf 2 Videos, ich weiß gar nicht, wie lang die sind, 5 Minuten, 10 Minuten, irgendwie sowas zurecht getrimmt und schön untermalt. Also lasst da nochmal, auch wenn ihr die alten 10 Videos schon geschaut habt, lasst da auf jeden Fall das Feedback da, wie ihr das findet, weil ich kann nur auf Reaktionen reagieren. Das heißt, wenn ich hochlade, müsst ihr eine Reaktion, irgendein Feedback da lassen, ob es gut ist oder schlecht ist, damit ich mich verbessern kann. Und das habe ich jetzt hiermit versucht. Wie gesagt, die ersten 2 Videos sind noch recycelt, aber neu aufbereitet. Also ich glaube, da könnt ihr mit Sicherheit nochmal drüber schmunzeln. Ich tue es auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich mir die immer wieder anschaue. Das ist einfach zu lustig. Ein bisschen Garry's Mod ist auch schon auf die Art und Weise vorbereitet worden. Aber ich muss das Material, ganz ehrlich, ich habe schon 1-2 Folgen Garry's Mod jetzt, aber auch halt so mega zusammengeschnitten. Das war vielleicht 1-2 Stunden Videomaterial auf 5 bis 10 Minuten zusammengeschnitten. Also es ist wirklich die Quintessenz von geil, weil einfach aus ganz viel ganz wenig wurde. Das ist wie aus einem Berg Kohle. Ist scheiße, wird mit ganz viel Druck ein klitzekleiner Diamant gepresst und der ist nicht mehr scheiße. Und so ist das jetzt mit meinen Videos. Aus viel Material mache ich, aus viel Scheiße mache ich weniger Scheiße. Nein, ich mache natürlich einen kleinen Diamanten. Und ich hoffe, dass das lohnt sich. Ich hoffe, dass ihr werdet das genauso zu schätzen wissen, wie ich zu schätzen weiß, dass ihr mir immer noch so treu seid, obwohl ich so lange abstinent war. Wie gesagt, das lag an der Umschulung oder liegt an der Umschulung, denn die dauert noch über ein Jahr. Und die wird von Mal zu Mal schwieriger. Ich muss Vollgas geben, ich muss lernen. Und ich habe den Faden komplett verloren. Okay, das Videomaterial muss ich halt aus dem Grund der Umschulung auch zurückhalten. Ich habe zwar 1-2 Folgen Garry's Mod vorbereitet, aber ich kann sie nicht sofort raushauen oder Montag eine und Dienstag eine, weil dann habe ich nichts mehr. Und für 10 Minuten Videomaterial
hänge ich jetzt mindestens eine Stunde am Aufnehmen plus locker nochmal 2 bis 3 Stunden am Schneiden. Also es wird noch weniger kommen, aber dafür wirklich Bombenqualität und super Content. Und bitte, wenn ihr das zu schätzen wisst dann und mir ich irgendwie unterstützen wollt, dann helft mir und teilt meinen Scheiß oder erzählt es euren Freunden oder sonst was. So helft ihr mir zu überleben und das ist einfach auch die Bestätigung, weiter richtig Vollgas zu geben. Und ich werde jetzt mit jedem Video, werde ich noch immer mehr Arbeit reinstecken und boah, ich freue mich. Videos kommen bald, lasst euer Feedback da. Vielen Dank, euer To-Do, Vision.